Privatchat, Privatchat, Privatchat. Wenn ihr Probleme habt, kommt Privatchat. Privatchat, Privatchat. Und damit meine Damen und Herren, meine hübschen und natürlich auch den oder dran noch hässlichen Zuschauer, die hier am Start ist, willkommen zu einer neuen Folge vom Privatchat Podcast. Die 108. Ausgabe vom Privatchat-Podcast. Mir zugeschaltet ist natürlich der Elia Robach. Grüße euch wohl miteinander. Seid ihr ume oder was? Ume! Grüße euch miteinander. Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Privatchat-Podcast-Folge. Oder eben nicht wunderschön, wenn ihr jetzt in euren Spiegel schaut, also gibt bei Maelo, wenn er sich umdreht und in dreckig dreckigen Spiegel reinschaut, dann wird er wahrscheinlich etwas anderes sehen. Der ist nicht das dreckig. Der ist wirklich ja, nicht, mehr, nicht, mehr, okay. er ist nicht mehr dreckig. Er ist nicht Er ist nicht nach gest, gestern im Livestream geputzt ja sicher ja also wir ja, jetzt also wieder gut Manuel du mir Zeit genommen für mich hier in diesem Podcast sehr ja. sehr ist ja schon cool dass die Woche wieder mit dabei bist na ehrlich, ja. wie läuft's mit den Bitcoins mit Bitcoin wie ist gar nicht ist es gecrashed oder was was machst du was machst du am nur eine ja. um Frage wie es wie ist deine finanzielle Bitcoin Situation oh ja hat. aber es, es geht es oh. geht zwar in einer Woche ich habe hab, vor am, ja, am 14. April habe ich 1'700 Bitcoin gehabt also ah. Franken. Okay. Und jetzt? Ja, 9490, das war's komplett, Digga. 200 Franken? Äh, einfach, einfach, er hat einfach, einfach, einfach 7000 Bitcoins, man kennt ihn. Nein, nicht 7. 1700. Ah, 1700 Bitcoins hast du okay? Ja, nein, nicht so viel. Ach, 1700 <laughs> Bitcoins einzelne, ja, ich, ja, ja. Ja, 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 ja. Auf unge angelehnt, man kennt <laughs> ihn. Digga, I wish, I wish. Ja, nicht nur mit du. Oh mein Gott. Ja, Mairo, sollst du grundsätzlich, sag ehrlich, wie geht's? Ähm, Sag ich ehrlich. Heute am... Ähm, heute durch den Tag, wie nehmen wir das? Am 10. auf, also wieder mal brandaktuell sind wir. Es ist, äh, heute Nachmittag habe ich kurz ein bisschen Kopfweh gehabt. Aber sonst geht alles Ui. gut. Kopfweh gehabt? Warum hast du Kopfweh? Ich weiß nicht, einfach einfach, Also Kopfweh, einfach ein bisschen Kopfweh gehabt heute Nachmittag. Aber jetzt bin ich auch mehr on top wie, of the äh, feelings. Ich habe mir ein bisschen viel nachgedacht. Ich habe, habe, habe zum äh, gegessen heute zu, äh, no, no. Nacht. Jetzt geht es <laughs> gerade besser. <laughs> okay, ja, das dann. auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Milo, was ist glaub, was ist es? Es ist deine 8. Woche in Selbstständigkeit oder noch weniger? Ja, keine Ahnung, wie nicht. Sechste. Das ja, ist acht viel. Ja, 8 ist ein viel, ich weiß nicht, wie viel Ich kann das nicht sagen, keine Ahnung. Wie fühlt sich Wie an, die... als Chef jetzt zu <laughs> sein? <laughs> Überhaupt nicht an. Das jetzt ich meine, Ja, ich <laughs> gebe einfach, probiere einfach immer ein Gas zu geben und, und Sachen zu posten. Jetzt ist am Sonntag. Käse-Video kommt verdammt normal. Aber ja, ah, jetzt, hab ja ich habe jetzt. Ja ah, ich Anni, dir noch mal eine Frage, wie das war, ist. Ist das Video ja, heute, zu machen. Ja, heute. Äh, aber Formatidee äh, Format-Idee gegeben, das haben wir so ein bisschen, entlastet, ein bisschen, Das ist noch gut. Ein Format? Kannst du etwas teasen? Nein. <laughs> ja, okay, Scheiß drauf. Noch, also gar nichts? Nein, ich will noch nicht. Ich habe noch, noch nichts teasen. Okay, okay. Nein, okay, ich habe nichts teasen. Sorry. Aber am Sonntag dann einfach schon die erste Folge. Ich hoffe es, ja. Es sollte eigentlich bis am Sonntag parat äh, sein, ja. Nice, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Äh, ja und schon so. Ich ziehe dir alles aus der Nase. Du ziehst mir alles aus der Nase wieder, als ob es ein Interview wäre, weißt du, wie ich meine. Wäre yeah, ja, yeah. mich ähm, interessiert, dass du jetzt mir sagst. Ja, eben ja, Schus, ich läufte noch nicht so viel, muss ich sagen, bei mir. Mir ähm, letzte Woche äh, haben wir einen Schlurber gekriegt, bin ich mit Adi im Stream und seitdem muss ich sagen, ist herzlich wenig passiert, Mann. <laughs> Stimmt, ja. ja der hat, der der hat, man muss ja sagen, ihr habt einen Zuschauerrekord, <laughs> das ihr dann schon angesprochen habt. ist einfach gebrochen, Digga. Ja, Sie das ist nicht mehr gelaufen. gelaufen. Doch, doch, doch. Doch, über gestern, also am Montag, bin ich gegangen, bin ich ins Spital gegangen. Oha, was ist denn hier los? Ich musste eine Blutentnahme machen. Ui. Und über okay. ähm, die Blutentnahme ist etwas Funny passiert. Das ah ich ja, das hast du glaub, schon erzählt. Mal. Ja. Aber gestern, blutend nahm, bin ich so eingegangen ins Zimmer rein Und dann kommt so eine Lehrtochter, das ich mal. Und dann sieht sie mir, oh, heute bin ich so aufgeregt wie schon lange nicht mehr. Oh. So, wieso? Ja, ich kenne eben deine Videos und so. «Nein...» <laughs> oh, ja, <hoha>, okay. Okay. Aber ich lernte doch nicht. Das ist doch kein Grund für den Stress. Alles gut. <laughs> Und dann hat sie mir das ah. gemacht, laut den Namen, also ich, ich sehe hier Ding noch, aber es war alles gut, g'si, ich habe nicht weg alles war Und... Mm -hmm. Danach hat sie gesagt, hey, ich war fast so aufgeregt wie z das allererste Mal, wenn ich das gemacht nee. habe, ah, perfekt, egal, nee, aber es war <laughs> ja sehr nett g'si und es ist, eigentlich, es ist eigentlich cool. Also ich habe mich eigentlich mehr gefreut als etwas anderes. Free Vanessa, sagst du? Ja, das ist Spaß. Ja, okay. Nein, Spaß. Nein, aber in dem Fall, also kommt dir das öfters vor, dass du angesprochen wirst auf... Äh, ...deine Videos beim Arzt? Weisst <laughs> nee, äh, äh, nicht. etwas äh, 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 kann ich auch erzählen, und zwar, ich habe, ich bin, ähm, Jetzt gehen wir jetzt auch schon ein bisschen einen Wochenrückblick rein, aber... Äh, ist gut, äh, komm, ist gut. Und dann kommst du gleich ans Intro, kommst Intro, Ah komm, ja, es wie hier ans Intro, meine Damen und Herren, das ist äh, Wochenrückblick. Hier bei Radio. Wie war eigentlich deine hure Woche du verdammte... Wochenrückblick. Wochenrückblick. Ja, jetzt als Ausnahmes wie nicht nur Regen vergessen, dass wir sind das sondern jetzt und normal do. Ähm, also was ich eigentlich aber was ich eigentlich aber will erzählen ist, ich bin letzte Sonnti, ja. äh, hat Iba ja der geholt. Und jetzt bevor ihr irgendetwas denkt, für die, die jetzt zulassen, also grundsätzlich, mir ist Fußball wirklich einfach scheiße. Ja? Ich war dort. Gewesen, äh, du bist wegen halt der Praktikant. Und genau. Du, und sie sagen, am äh, Sonntag hat niemand Bock zu gehen, dann geht halt Elias. Yes. Yes, und äh, das ist schon gar kein Problem. Also, ich habe das, hab das eigentlich gerne gemacht. <laughs> ähm, aber eben, ich war dort, gewesen, äh, vor dem Stadion, ja. weil, äh, obwohl eBay gesagt hat, machen Sie es nicht, gleich ein paar Fans sind dort. Gewesen. Ja. und dann, ohne Scheiß ich laufe da her ich bin mit dem Elektrowello hergefahren wie so ein richtiger Autist. und dann bin ich, ähm, bin ich abgestiegen richtig verschwitzt alles drum und dran und Dann bin ich mich so am installieren hol das Mikrofon raus bin alles so für, für Kabel und so und dann kommt irgend so einer irgend so einer von von IBF fan Kurven komplett in Schwarz zu mir ey bist du nicht der Mr. Elia <lacht> <lacht> nice. und ich guckt so er, laufe, er hat so ein Bier in der Hand ich so ja, er so, ah, schau ab, weißt du, schau ab, so Schweizer YouTube-Szenen und so, Maelo, Ati, Adri, sagst du einen Grüß, gell? <laughs> geil, aber Legende, Mann, huh, <laughs> geil! Und er ich, so, ah ich, so, oh, ja, Hur, Ehrenmann, äh, hast du Zeit für ein Interview wegen IBE? Nein, ich, glaub, ich bin bei dir schon ein Interview aufgenommen, und bin da war, ich da ich habe das erste Interview drinnen Ah, chillig, Digga. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das zulässt, auf jeden Fall Grüße dich raus an ihn. Äh, ja, wenn ich den Namen noch wüsste, hätte ich super sehr gut Ja, aber tatsächlich auch noch so eine Meisterstory diese Woche äh, äh, ja, also, zu aber erzählen. Aber IBE ist meist gekommen. Und dann habe ich, ah, ehrenbruder Michel Ebischer, der, wo Spüte abgegeben hat, ist ja, ja, Freiburgen. Oh, okay, kennen Ich habe mit dem. Ich habe mit ihm tatsächlich, warte mal, ich bin dann etwa 11-, 12 Jahre Habe ich mit dem, bin ich mit ihm in das Fußballlager von zu was ist das? Wie sehen wir dem? Wie sind wir Auswahl <laughs> vom Kanton Freiburg von den Fußballer so mäßig? Bin ich mit ihm ins Lager? Also bist du Moment hast du mal, Fu ja, mal hast du hast Fußball gespielt, gell? Ja, genau, ja, Fußball gespielt, ja. Oh, Digga, okay, ja. Und dann bin ich mit ihm ich mit ihm gespielt halt die diese Woche ähm, Das ist eine andere Real Life Story, die man von dieser Woche kann erzählen die kann. Diese Woche du, hast du mit ihm gespielt? Nein, nicht diese Woche. Dann. Dann, wenn ich zwölfjährig bin, habe ich mit ihm gespielt. Ah, okay. Äh, sind ja. Wir sind mit zusammen im, in diesem Lager. Es ist um die gleich kalt wie ich. Und dette äh, 16 ist Ding, ja. das det det auf jeden Fall kennengelernt, dann schon Hure, also chilliger Typ, war entspannter äh, mhm. Typ und jetzt hat er wahrscheinlich seit Jahren mir immer, mir einmal kennengelernt, we wegen der Monty Reaction oder gewusst, ah, der ist ja aus Freiburg, ah, vielleicht kenne ich den noch. Und äh, jetzt äh, folge Grüss so finster, dann ihm gratuliert für äh, für das Oha. dass sie gewonnen hier und so und ja. Fribourg, wir representen, wir representen Fribourg. <laughs> ja, Fußballer, logisch. oder hey, Ja, habe ja, ja, den schon ähnlich ja, interviewt fürs Radio. Ja, so, ist ja Sympathischer Fribourg, hä? Ja, Sampa, so, so, muss ich zugeben. Sampa, hey, ja. Ah, dass ja, du ja, den klar, kennst? Klar. Lol, nice. Okay. Ja, nein, nein, aber ich gehe ab und zu noch i und, und aus bei IB. Haha. Äh, eben, gibt es irgendwelche Spiel oder Spielerinterviews interviews oder so? Mhm. Eben, mit dem Ebischer. Sagen wir mal Abischer. Ich meine keine Ahnung, wie man das macht. <laughs> so macht. Ja. Zugenjournalisten. Ja. Cool, dann kann ich selbst Mal sagen, Grüße von Mayello, okay? Ja, sicher unterbrochen, ja klar. Ja, also, da wird er sicher grosse Augen machen. Gut. <laughs> ja, ich, glaube, ja, Fall, eben, ich bin Ja, auf jeden Fall, ich bin der Meistertitel geholt, mir ist es absolut scheißegal. Ich bin auch dort draußen, habe ein paar äh, Interviews gemacht. Meine Kamera denkt sich nicht, ja. Nein, auf jeden Fall äh, ein paar Interviews gemacht. Auch noch mit Familie und so, es war alle blutervoll, man kennt es, uh, und dann habe ich auch schon wieder zischt. Bis am um 10 am Abend bin ich dann am Arbeiten. So. Bis am um 10 am Abend? Also ja, nee, da war ich. Mo, Real Talk. Du tust du, dir du, 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 da. Ja. Elia ist einfach immer am Work, meine Damen und Herren, die sollen streamen, ist aber schön schnell am, am Werken. Elia, immer am Bögeln. Jetzt habe ich dich nicht ganz verstanden, was hast du gesagt? Du bist immer am Bögeln, immer. Ja, bis zum 10.5 müssen wir es arbeiten und da wird auch keinen Livestream gegeben. Also für alle, die eigentlich gewartet haben auf den Livestream, suchen wir leid. Aber dann müssen wir auf Instagram folgen, da habe ich das gesehen. Ja, ja, noch eine Instagram-Werbung aus dem Haas. Ja, ja. Elia auf Instagram. So jetzt haben so komplett gemacht. 1. Elia. Scheiße. Super. Ja, Ja, das ist eigentlich so. Ich weiß, nicht, ist du noch irgendetwas gelaufen diese Woche? Ja, bei mir ist es nicht mehr gross gelaufen für diese Woche im Fall. Uh, ich habe anstatt das Hauptkanal video gemacht habe ich mehr TikTok-Videos gemacht. <laughs> TikTok, Dude. Und schön äh, nichts. Ja. Nice. Cool story, Bro. Mhm. Ja, wenn ich noch schnell da in meinen Kalender rein schaue, in meinen kalender <laughs> dann muss ich ja sagen, ich habe eigentlich gar nichts anderes gemacht, außer natürlich wieder meine Computerprobleme einfach probieren zu fixen. Man kennt ihn. Chill. sehr, so sehr viel Spaß gemacht, ja. Hätte sehr, so sehr viel Spaß gemacht. Schluss muss ich sagen, es war eigentlich eine sehr entspannte Woche. Ik hoop dat bij iedereen die ich hoffe, ist gesund. gezond is. We zijn in de eerste week van de lockering, gestern Ik ben gisteren ook nog voor het radioalbum in de stad gestorcheld en bij de eerste Leute op de terrassen Hast Heb je daarvan ook al gebruik gemaakt? Nee. Hier was het ook nog voor, bij alle aangesproken rommels enzo. Ik ben echt bijna nooit buiten. Ja? Nee, niet buiten, buiten maar draussen, waar niemand is. Ich das stimmt auch, irgendwo, wenn irgendwo ich sehe, den wo Natur. du mit deinen Instagram-Stories ja. bist, du bist einfach irgendwo, Kollege. Ich bin einfach... Ich gehe einfach am liebsten in die Natur aus, wo so wenig Menschen wie möglich sind. <laughs> Nein, aber ich bin, ich bin wirklich selten mal... an Orten, wo, wo viele Leute sind. Aber doch, ja. am Wochenende, halt! Was? Am Wochenende, oh, am oh, Sonntag stimmt, auch, Lassi, da bin ich Sonntag, auch eingeladen, gewesen. perfekt. Ja. Eingeladen gewesen, weißt du warst eingeladen, wie das? Das habe ich gar nicht. Nee. Gewusst. Am Sonntag. Sicher, sicher nicht. Aha. Am Sonntag. Gefühl, <laughs> am Sonntag äh, sind X YouTuber hier zu Freiburg gsi, mal. Der Nikola Probst da gewesen, Mrs. Fluffel, Kompost Content mhm. und Tyler war. Ja. da gsi. Ja, <laughs> 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 ich hab ihn lang gehabt. Tyler und Kollegen. Ja, äh, ja, ich scheiße, jetzt würde ich nicht alle aufzählen. Ich vergesse hundert Boer. Ich hoffe. Gut, aber Messi ist nicht gewesen, oder? Nein. <laughs> Hast du, bist du sicher, dass du jemanden vergessen hast, Moira? Hör auf, Alter. habe ich, hab, hab, hab ich etwas vergessen? Sag, sag ehrlich, sag ehrlich. Bist du wirklich sicher? Ich gebe dir noch eine Chance. Ja, die Vanessa warst du noch. Eben. Ja, gut, da haben wir alle. Aha, bin gut, ja. Gut, also. <laughs> also, mhm. wir waren in der Stadt war und, und, und ich habe dort äh, einfach... Also, ja, ich, ich habe gefühlt... Ich habe gefühlt Freiburg guide gemacht. Und in der Stadt gezeigt. Also, dort, das war es eigentlich, was ich gemacht habe. Und... Okay. Da, da ist mir etwas passiert im Nachhinein. Ähm, jemand hat auf Instagram mir danach ein DM geschickt. Mit mhm. einem, Foto. Ein, Fo ein Foto, das man von hinten gesehen laufen. Nein, ja, ja, hab ich gesehen, aber... Ich bin nicht ansprechen oder so, war schon das? Gewesen. Oh, hm. Digga, ja, so, so Fotos, die ich, ich, so yeah. mit dem Rücken zu sehen bin. Digga. Yeah. Ja, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht gewohnt, dass das sozusagen mir etwas erkennt. Jetzt bin ich im letzten Jahr ja gefühlt nur im, im, Lock, im Lockdown, im, im Corona-Jahr fast nicht draußen gewesen. Und wenn das jetzt passiert ist, für mich sehr, sehr weird noch, noch Aber ich glaube, also die meisten gewöhnen sich daran, weil ich meine, du hast, jetzt, du hast jetzt in einem Jahr, also nicht nur du, aber auch andere jetzt in einem Jahr enorme Bekanntschaft. Bekanntschaft, hallo! Einfach enorme, ähm, wie sagen wir das? Berühmtheit erlangt. Nein, aber du weißt was ich meine. Bekanntheit. Bekanntheit. Erlangt. Und ich glaube, wenn ich jetzt mit dir durch Bern laufen der würde, dann würden noch so einige sich Kopf vom drei und denken: Scheiße, ist der klein. <lacht> <lacht> Ja, aber das ist mein Vater! Elias, das ist mein Vater! bin genau bei dem. Da habe, habe ich mir schon Menge gesteckt. Die ist steche nicht aus der Menge raus. Das ist gut. Das ist so, ja. Also, da ist mein Vater, der Adiona-Angstkaliber. Der ist mein Vater riesig. Das ist ich. Immer wenn ich ab dem laufe, halt, ich fühle ich mich so klein. Ja, aber und ähnlich ist, ist es wie, der, wie bei Mark Wenn ich, wenn ich aber jetzt noch stimmt, mit, so, ja. mit so Landmarks auf dem Kopf rumlaufe, wie man am Mittelscheitel, dann wird es vielleicht sogar noch ein bisschen kritischer. Aber der, der, der ja, Mittelscheitel, ja, ich der, der bleibt jetzt so ein bisschen. Also ich wollte eigentlich sagen, und während dem im Videopodcast auf YouTube jetzt einen podcast gesehen Hast man, du gar nicht? Ich, ich habe gar kein Mittelscheitel. <laughs> ich habe vorher vollen Ich habe vorher vollen habe nichts gemacht. Aber tust du eigentlich du stehst eigentlich für einen Mittelschalter, sorry, um ein bisschen wirklich für, aber bist du bist du für einen Mittelschalter, du du bist da aber noch Wach sein, oder so, dass es so bleibt? Äh, Ja, wenn ich wenn ich jetzt Videos Videos muss machen, da hat danni Wax drin, ja. Wax, okay. Weil ich Wegen darum morgen Haarschneiden und ich bin immer noch mit Blecken, was ich für eine Frisur ma soll mache. Vorschläge? du Aber, also, ähm... Äh, aber du machst eher um so eine Standardfrisur, ich kenne <laughs> Ja, also sag mal, was ist nicht Standard? Was wäre nicht Standard? Weißt du hey, nicht? Eben, eben. Topf, oder, oder ist mal ein Wachseli, aber das wäre auch mal etwas von dir. Oder, ähm, oh, aber ich hasse so lange Haare. <laughs> das ist nicht Nein, nee, was könnt ihr schon machen, man? Ich weiß, so kann ich färben. Das habe ich, das hab ich letztens meine Community auch gefragt. Blond? Ja, aber es Witz, ein Joke. Bei 200 ja, als Joke. Yeah. Bei 200 Subs auf Twitch. Ja, oh, alte. Oh, hey. Alter, oh, der wir machen mal einen Haarfärben-Stream, beziehungsweise gifteten Subs, du ab, du mit Haarfärben oder umgekehrt? Nein. Ja, so, doch, okay. Ja. Könnte man schon machen? Könnten wir schon machen. Aber eigentlich, das muss ich noch mit der Vanessa besprechen, ob ich blonde Haare <laughs> dürfte. <ich haben. lacht> sie muss es genehmigen, sie muss es genehmigen. Das ist nicht gut. <laughs> ein kleiner Spaß am Rande, äh, meine Damen und Herren. Nein, was haben jetzt noch? Ja, das ist basically, was bei mir diese Woche passiert ist. ja vertel. zo, dat dat Ah dat is okay. oké, ja, jetzt ja, dat. we eigenlijk het komt dan een story. Maar äh, in dat geval niet. Ja, bij mij is dat eigenlijk ook auch Ik ich ook niet veel meer mehr zeggen. Is nog ergens iets gsjie? Nee, ik wil nog wel eens zeggen, dir die story met een Bild van hinten. Also bij mij is het schon een klein langer heer. Bij mij komt het ook niet zo vaak voor. Maar van mij is er al eenmaal een beeld gemaakt worden, waar wo ik eigenlijk in de trein mhm. Dat is de weird. Wenn ik zo hokke in de trein en dan kom später zo een half du later het Ja, ja. Ja, also ja, ja. «Merci Bro, komm doch echt zu mir und frag mich so ein Ding Ja, das ist schon ein bisschen komisch, ja. Da. Also ja gibt so Fotos, Weißt du, so, also ich finde ja eh, also, das siehst ja du ähnlich, so können man echt nur schnurren, ich, ich, also, ich beiß ja nicht. Aber also, Fotos finde ich schon ein bisschen weird, Champ. Wieso nicht? Mhm. Ja, ja, Es fände jetzt niemand geil. Fänd nie geil, wenn man Fotos von euch macht, ungefragt so. Ja. Es jetzt, glaube ich, echt niemand verdammt geil. Aber ja, Item. Item, ja. Item. Äh. item. Ja, aber es war sonst noch so rum, gewesen, sonst nichts, ne? Da können wir doch, doch einfach diese, Woche. diese Woche. Ja. Ist, diese Woche war ein, ein «Big Outrage», Lia. Okay, was denn? Ein Big, Out, Outra <laughs> «Big Outrage» war im Fußball. Ah, Alia, das musst du, also, du bist, ja, aber das ist ich also jetzt schon ansprechen. das ich jetzt schon ansprechen, weil Lia sitz im Kopf und vergisst es schon. In 10 Minuten habe ich es vergessen, ich sage dir, wie du siehst. Ja, das ist gut. Für gut, die ja. Leute, die Fußball interessiert sind, die wissen es hundertprozentig schon. Für die, die es nicht wissen, die vielleicht sogar auch, weil ich hast es sogar mitbekommen. Ich bin momentan überhaupt nicht im Fußball drin. Sogar richtig, Und zwar die Super League. Nein, nicht die Schweizer Super League. Das haben wir auch noch zuerst gesagt. Hey, was ist los mit der Schweizer League? Ist doch nichts los, oder? Mhm. Ähm, Super League, ist Lia äh, kann es besser erklären. <laughs> Bro, ei, okay, das war's komplett. Nein, also, Chat. Ich tue das, ähm, Chat, zuhören, ich liebe zuhören, ich tue das natürlich schön Freestyle und nicht neben dran noch schnell irgendeinen Tab auf ähm, von SRF News oder so. Nein, grundsätzlich ist es so, ähm, die Superliga ist eine Vereinigung von den, jetzt in Anführungszeichen, Top-Mannschaften in Europa. Zwölf sind das am Anfang, wo sich quasi wie zusammentan und gesagt haben, jo Digga, ähm, wir haben keinen Bock mehr auf die Champions League, wir machen eigentlich unser eigenes Ding und mhm. das ähm, jetzt ist natürlich gefragt, welche ich habe da keine Liste vor mir, aber zum Beispiel Liverpool ist dabei, Barcelona ist dabei, äh, Real Madrid ist dabei, was ist noch dabei? Äh, aber jetzt mal ehrlich. Manu, bla bla bla. Aber, aber ist das wirklich Marie, das so? Ja okay ja okay, okay, ja okay, halt halt, halt ja ja. Ist und ist cool, der grosse cool. Aufschrei ist quasi, dass die UEFA, die wo die Champions League durchführen und alles andere, die haben so in einer Monopolstellung gehabt. und die fühlen sich jetzt durch das ziemlich ziemlich gepisst. und dort. Ähm, quasi die Fans gepisst, weil durch die Liga einerseits natürlich das wird wegen Geld gemacht, weil sie unterstützt werden von JP Morgan, ähm, das, ist, das ist eine amerikanische Bank, bekommen irgendwie 3 Milliarden auf den Hang, für die Liga durchzuführen und können auch Recht verkaufen und so. Ähm, und wollen halt das quasi so ein bisschen, um finanziell sich irgendwie zu retten und die UEFA und dort die Fans finden das halt nicht so geil, weil man halt mit dem so ein bisschen System untergraben von wegen die Besten kommen in die Champions League und gewinnen dort auch. Mhm. So. jetzt was soll ich sagen? Ja, aber heißt das nicht wirklich, dass Barcelona nicht mit der Champions League wird mitspielen ja, Zum Ja. Ach schon, das ja. habe ich nicht gewusst. Das ich ja what no. the fuck? Das ist wirklich ein bisschen crazy, ja. Also für den Will früher habe ich schon ab und zu mal die Champions League mir gegönnt und es und war schon noch spannend, gewesen, ab, und, ab und dann, wenn ich noch im Thema im Thema. Also irgendwie nicht. Mein also, aber ich weiß halt nicht, die Leute, die jetzt sagen, ja, aber eben Fußball wird noch mehr kommerzialisiert. Ich meine eben noch mehr. es war ja schon immer extrem kommerziell. Mhm. Die letzten, sagen wir mal, 30, 40 Jahre extrem krass. Und an dem Trend ändert sich wahrscheinlich noch ein absehbarer Zeit nichts, dass es immer wie mehr um die Exklusivrecht geht und und und. Ähm, also, aber ja, aber ja, ich weiß halt nicht, das ist vielleicht schon ein bisschen unehrenhaft, das kann man schon sagen, oder? Ja, also ich. Ja, ich muss sagen, natürlich, also ich, ich muss jetzt hier zuerst erwähnen, ich bin überhaupt nicht Fußballaffine, die Logik von fußball ist mir scheiße gegangen. Aber ich muss, ich muss wirklich zugeben, es haben sich nachher viel darüber aufgeregt, ja, nein, fußball ist nur noch kommerzialisiert, bla bla bla. bla. Aber hey, fußball hat echt, ist schon immer kommerzialisiert gsi man. Fußball ist so ein Milliardengeschäft. Ich meine, warum ist es überhaupt, wieso tut überhaupt UEFA und FIFA so dumm? wo es um Milliardenbeträge geht hier, die ihnen dort flöten gehen plötzlich. Uh, Fußball ist schon lange nicht Fußball, der Sport. Fußball ist Business. Welche Spieler wie viel kostet, welche Werbedeals, welche was, 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 was. Also, Fußball hört auf, Mann. Fußball hat schon lange nicht mehr mit dem Sport Fußball zu tun. Was ich aber nachher vollziehen kann, ist, ähm, dass das System von die Besten kommen in die Champions League und spielen dort gegeneinander Und dann zu, äh, kommt quasi der beste Fußballclub, hat dann die Möglichkeit, gegen die Grossen zu spielen. So. Mhm. Das System finde ich geil. Also Rein vom Prinzip her schauen, du ja nicht. Aber vom Prinzip her finde ich es spannend. Und dort muss ich sagen, ja, ist natürlich schade, wenn es dann heisst, ja, Digga, es machen jetzt einfach die mit, wo, 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 wo wie exklusiv dabei sind. Und dann gibt es jede Woche top Topspiel, wo sie dann auch seinen Glanz verliert. Also, wenn du dann ständig Barcelona-Madrid hast, Barcelona-Menu, was auch immer, dann wird es dann irgendwann auch nicht das Spannendste sein. So. Ja, eben, Aber natürlich, ja. Man hat ja vielleicht manchmal eins zwei drei Jahre gewartet, dass die eine gegen die andere Mannschaft spielt. Und das vielleicht auch nicht mehr zu haben. Aber also wie es zum Beispiel eine Mannschaft wie Ibe, wo hier die Meisterschaft gewinnt, nein, kann vielleicht in der Champions League spielen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber wenn oh, ja. es gut läuft, spielen sie in der Champions League oder Europa League oder so. Das würde dem Fall jetzt nicht wegfallen. Aber es ist nicht eine Aussicht, dass Bern gegen Real spielt, sondern dass Bern. Höchstens gegen die drittbeste Mannschaft von, von der spanischen Liga spielt, zum Beispiel? Ja, also das Ganze muss man jetzt so sagen. Das ist, also, ich wollte jetzt hier nicht Experten spielen, ich weiß das auch nicht. Aber das ist jetzt seit gestern bekannt und so wie es aussieht, ja, theoretisch schon. Ja. Mhm. Weil die, die Liga wird, das wird quasi eine Konkurrenz zur Champions League. Es ist ausgeschlossen, dass die nachher in beidem spielen. Ja. Die UEFA hat aber auch gesagt, ja, aber die die Spieler nehmen nunmehr EM und der WM mitspielen, wo man dann auch wird ob sie das überhaupt dürfen oder nicht, weil das grundsätzlich nichts mit dem zu tun hat. Ich muss aber rein wirtschaftlich sehen, halt, ich halt, look, die Clubs die, Klubs, die Geld machen, die müssen Geld machen, wo sie sich abgewirtschaftet haben und jetzt suchen sie halt nach Möglichkeiten Geld zu verdienen. Kann man das jene verübeln? Ja, kann man. Aber andererseits, es geht, geht um Geld. Sie haben keinen guten Deal gefunden mit der Champions League, also suchen sie sich halt einen neuen Weg. Also, weißt, ja, das ist ja normal. Das ist wahrscheinlich schon ja. absehbar Auf Auch für die UEFA ist das absehbar gewesen. Von dem her, ja, mir ist es relativ Wayne weil das Ding jetzt ich nicht, so nicht unbedingt so interessiert hat. Wenn ich mir überlege, wenn das Federer djokovic Nadal die besten Tennisspieler machen für mich Sport, dann wäre ich wahrscheinlich auch ein abgefuckt, muss ich sagen. Dass jetzt zum Beispiel Upcoming. Top-Spieler nicht mehr gegen Top-Top-Spieler überhaupt spielen, weil die abkapselt in der eigenen Liga spielen. Mm. Fände ich das schon scheiße. Das stimmt ja. schon. Also, das stimmt also schon. Eben, für, für, die, für die Spannung und so weiter und so fort ist das schon nicht so nice. Ich meine, ich habe, ich habe die Kritik, ich habe es so nachvollziehen, vor allem halt hier, wenn man sagen Champions League oder ich war halt immer möglich gesehen ein Fußballclub, wo eben klein ist, wo nicht. Geld hat, die hätten rein theoretisch die Möglichkeit, mal gegen ein Barcelona zu spielen. Daheim, oder? Ich meine, IBE hat jetzt, wenn jetzt das nicht gewesen wäre, jetzt rein theoretisch die Möglichkeit gehabt, gegen einen grossen Club zu spielen. Also ja, immer noch. Ähm, die haben sich jetzt in die Champions League qualifiziert. Und dann zum Beispiel gegen ein Bayern München zu spielen oder so. Keine Ahnung. Mhm. Und dann hast du halt vielleicht mal Bayern München bei dir einfach zu Bern. Und das ist so ein Ding, das hast du halt nicht all Jahr, das hast du nicht äh, auch Wochen, auch Monate, oder? Ja, ja. Und IBE wird nie in die Top-Liga reinkommen. Oder auch sonst irgendein Schweizer Fußballclub? Wahrscheinlich nicht. Und nee. dann ist es halt schon schade, wenn du dann weißt, es wird nie irgendein geiles Team in der Schweiz sein. Ja. Ja, ja, Ob klar. es ein IBE, BASO oder was auch immer ist, ist ja scheiße Und das kann ich schon verstehen, dass das verärgert. Aber ich glaube, das wird, die Liga wird es einiges geben und viel vielleicht auch nicht. Mehr. Ja, safe. safe. Ja. Sie, also aber eben hier das Ganze nicht. Ne? Ich schiebe mir jetzt schnell eine Lindor-Kugel in die Oh nein, so dosieren. Ja, wir oh ja, können die, die Lindor-Kugel. Ähm, oh. hab, was habe ich jetzt noch? Mm. Ja, genau, ja Weih. Noch andere Themen auf die Stelle, also der also Den Privatchat-Podcast, der Podcast, der in Videoform mm -hmm. existiert, youtube.com, Privatchat-Podcast. Mm -hmm, yeah. Checkt das auf jeden Fall aus. Dort kommen auch Highlights. Ich mache jetzt einfach noch mal kurz Werbung. Müsste für Leute, die vielleicht das jetzt das erste machen oder ich so, ah, Big Baba Info, ich check das mal aus. Und für die Leute, die es jetzt genau. schon gehört haben, sich so, ach komm, hab halt doch deine Schnurren. Für die Leute. So, ist gut. Ja, aber wrap it up. Wir sind hier im Podcast, was die ganze Zeit, wo die, ganze, die die ganzen 90 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, Digga. Und die ganzen 60 Minuten die Leute denken. Minuten, die 90, äh, die Leute denken <laughs> wrap it up, man. Wie es gibt es gehört, das ist, up, gut. Ja. das ist jetzt gut. Ja. Und für das schaut die Leute eh. Für das schalten die Leute, ein. die Leute auch noch für einschalten, ist natürlich auch, wenn sie hören, was der Mailo und der Elia für, für Kommentare abgeben zu ihren Problemen. Für das sind wir ja da, der Privatchat-Podcast. Der steht ja dafür da, dass ihr in den Privatchat könnt kommen könnt und eure Probleme könnt erzählen könnt. Jetzt muss ich noch einen Schaben schlucken. So. Und auf jeden Fall haben wir auf Instagram einen Aufruf gemacht auf privatchat.podcast, dass ihr euch beichten, eure Problem, eure Fragen an sollt, uns sollt, stellen. Und dann haben wir ja. auf jeden Fall ein paar Sachen reinbekommen, Mailo. Oh, uh, ich bin gespannt. Ich bin am Bogen. Also, äh, eine Wohnung, die interessant finde, am Anfang, ähm, ich behandle jetzt alle Sachen anonym. Also, ich will jetzt nicht sagen, wer wie was wo. Ja. Ähm, was für einen Beruf wollt ihr machen, wenn ihr älter seid? Und er hat hergeschrieben, zum Beispiel 50. Und ich finde 50 eigentlich noch ein cooles Alter, weil das äh, ja irgendwie weit weg ist für uns. Also wirklich weit weg. Das aber <laughs> gleich schon so bisschen, ja. gleich noch so alt ist, dass man ja gleich noch arbeiten In den meisten Fällen. Also, du bist emotional näher auf 50 als ich. Yeah, ja, Ja, oké, okay. ik ben emotional näher, dafür bist du altersmässig näher. Zo, so, jetzt is het los. Also, du wirst schnell 50 als ik, mei egal. Dat is een Fakt. Ja, ik hoop het toch. Also, jetzt een Statement. Wat wil je machen met 50? Aha, wat wilde ik machen met 50? Ey, ik zeg's dir ehrlich. Um, wenn ich het jetzt gerade so belege, <laughs> is, is. gar niet schaffen. <laughs> gar niet mehr arbeiten. <laughs> Nein, 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 also, oh ja, okay. nee, wenn, also, am liebsten, das habe ja jetzt schon x-mal gesehen und ich, ich muss das ich jetzt ich mit noch 50. sagen, nein, ja, sehe ich Jahr auch noch, also, keine Ahnung, aber ich sehe mich vor allem einfach irgendwie etwas selbstständig aufzubauen aufzubauen. das wäre, das wäre mein Ziel und dass ich... Vielleicht dann schon ein bisschen reduzieren. Kann. Ich habe gestern noch von meiner dritten Säule einen Brief bekommen. Ich habe 6,6% <laughs> Rendite gemacht. Oha. Bektäger. Sehr gut. Der, der Thomas Sparkajot hat mehr, Bro. Ja, ich habe eben nicht das ganze Jahr. Ich habe nur die, die letzten okay. zwei Monate. Also für das okay. ist nicht schlecht. Was hast du jetzt pro Monat? Musst du es sagen? Äh, ich kann das gar nicht sagen. Ah ja, okay. Nein, ehrlich nicht? Ja, ja, das nee, ist gut. Ja, ehrlich nicht? Ja, ja, ist gut. Ja, ja, aber ich mache das Ganze natürlich bei Franklin, meine Damen und Herren. Hey, aber ich muss auch sagen, ich habe mir schon so oft überlegt, Frankly Franklin zu machen. Eigentlich sollten wir drüber reden, dass man eigentlich Geld dafür bekommen Aber das ist noch nice, gell? Ja, tatsächlich. Also ich also immer bis jetzt noch, noch relativ gut gefunden. Ähm, also. Ja, ich kann euch das auch empfehlen, wir, die, wir schreiben für den nächsten Podcast schreiben. Frankly als Mail. Eigentlich wirklich eine Möglichkeit. Ja. Jetzt real talk. It's okay, real also, talk also nächste Folge, nächste Folge, Frankly gesponsert. <laughs> Nein, wir schauen, wir schauen weiter, Die lassen den privaten podcast ich muss sagen, Maelo, darum ist unser Podcast so immer so langweilig, wir sind uns eigentlich immer einig, oder? Wir sind uns einig, ja, ich habe jetzt noch, habe jetzt noch meinen Weiterempfehlungs-Link-Code rausgehasselt, aber das lass ich sein. Was weiter Ah, von Frank. <lacht> <lacht> Ja, okay, merci Mal. Nein, aber ich muss sagen, ich, 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 ich weiß genau, was du meinst. Ich hoffe auch, dass ich mit 50 spätestens, also spätestens, äh, ich lag, bei auch spätestens, in der Lage bin, dass ich selber irgendetwas gegründet habe, aufgezogen habe, wo, wo, ja, okay. ich, wo ich nicht mal, mal sagen äh, muss, dass ich muss reduzieren, zu diesem Zeitpunkt reduzieren muss. Aber dass ich eigentlich weiß, das ist mein, an dem man nicht geschafft das gehört mir so. Ja, genau. Also, also am liebsten so ein bisschen eigentliche Projekte zahlen und sich mit genau. dem, mit dem, mit dem gutes, gutes Geld vielleicht sogar zu verdienen. Das wäre natürlich das Ideale. Genau, das wäre das Ideale. Und darum würde ich sagen, das ist so. Also, mein, sagen wir mal, mein Beruf mit 50 ist aber, ich würde jetzt sagen, selbstständig. Mit was auch immer der. <laughs> Jeder, wird selbstständig werden, niemand weiß, mit was. Perfekt, egal. Ja. Nein, also ich, ich glaube nicht, dass so viele Leute selbstständig werden, jetzt mal ehrlich. Nein, ich weiss es nee. nicht. Nee. Meinst du nicht? Nee? Ich kenne auch so also sagen... Schon. Ja, ja, ja. nee. Also ja, die meisten, klar. die ich nicht kenne, also jetzt so außerhalb von, von dem YouTube-Zeug, also kenne ich die wenigsten, die Bock hätten, selbstständig zu sein, wahrscheinlich. Ich also es würde mich jetzt gewundert wundern, für die, die zulassen, wie dir gegenüber dem steht. Ich könnte ja. jetzt einen Kommentar schreiben auf YouTube oder auf, oder auf Insta oder so. Aber äh, ich weiss also nicht. Ich habe nee, da wirklich so viele. Also ja, das kannst du schon nee, sagen. Nein, von die meisten, weil vielleicht einfach. Nicht so viel die ganze Zeit über das, das, das Arbeiten nachdenken, am Morgen gehen bügeln, am, am Abend heim und einfach am Notarzt angestellt sein, sicher sein, kommen zu haben und, und fertig, oder ja. nicht? Ja, äh, also kann ich auch irgendwo durch den Nachfall ziehen, Auf jeden klar. Fall, ja, ich auch. Ja. Ich meine, das, aber, ja, die das persönlich ist persönlich nicht mein Ziel, so. also Nein, ja, mein persönliches Ziel, Ziel, so. True, ja. Ja, also, du mal für die Frage auf jeden Fall, ähm... Dann eine Frage überspringen, die ist ein bisschen basic. Die ist auch beheißig. Äh, mal, Maelo, Status-Update. wo ihr eine wissen? Eine. Ist Maelo immer noch mit ihrer Freundin zusammen? Update. Ich weiß nicht, wer das gefragt hat, aber sicher ja. Also ja, Maelo ist noch mit ihrer Freundin zusammen. Merci für mein Status-Update, so. Ähm, ja, das ich weiß. Das ist schon so sicher auch vorne vorne, extra Ich gehe jetzt auf Insta und checke dass jetzt Nein, aus, ob das, das ist nicht erfunden. Hier, eine hat es geschrieben. Ja, du kannst schauen. In dieser Zeit äh, lese ich eine andere F äh, Frage vor. Ähm, was habt ihr für einen Berufsweg hinter euch? Wie sieht die Zukunft aus? Es geht so ein in die gleiche Richtung. Aber wir können es auch einfach nur in eine kleine Richtung äh, kurz rep repetieren. Was hast du gemacht, Maiano? Studiengang? Ich bin ein Sohn ich studiert äh, Medikommunikation <laughs> und BWL im Nebenfach. Und, BWL? Äh, Oha. Und würde gerne weitermachen. Ähm, in der Medienbranche vielleicht im besten Fall selbstständig werden mit dem Ganzen. Das ist genau das, äh, was mein Job ausgemacht macht jetzt gut Cool, danke vielmals für diesen Input. Ja, ich äh, habe eine Lehre gemacht als Interactive Media Designer. Ich habe nach die Berufsmatur gemacht. dann bin ich jetzt ein Jahr beim Radio. Und werde will es für mich an einem anderen Ort weitergehen. Wahrscheinlich äh, studieren, äh, noch und noch dazu. Und nachher sehe ich mich auch irgendwo selbstständig in Medienkommunikation diesbezüglich. So, das ist eigentlich auch schon, gewesen, das ist eigentlich auch schon alles. Gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist wirklich extrem abgehoben. Ich <laughs> würde sagen, ja, wir, wollen beide mal, wir wollen beide mal selbstständig werden im Medienbusiness. Nee, Nein, also, das ist eine Idealvorstellung. Also, ich ja, ja. denke ich mal, ich weiß nicht, ob das jemals für die klappen. Und wir reden hier von Idealvorstellungen. Und von dem her das stimmt, ist, das ja. nicht, ist das nicht so sehr abgehoben. Aber Mensch, also Idealvorstellung, aber halt ist für realistisch? Ja. Jetzt eigentlich so ganz. Ja, okay. oder? Also, ich glaube, man muss trotzdem wie das Gefühl haben, dass, dass das möglich ist, das muss auch was machen, glaube ich. Ja, ja ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, also, ich, ja, also es kommt sicher auch noch ein bisschen Glück dazu, immer. Das ist sicher auch noch etwas, was du halt brauchst. Ja, Und halt auch eine gute wirtschaftliche Lage. Also, es muss auch ein bisschen ja, also wie Menschen gute wirtschaftliche Lage. Weltwirtschaft oder was? Ja, zum Beispiel ja. Aha, ja, ja. Und Corona. da weiß ich im nicht, was in der. Ja, und ich weiß auch nicht, was in der nächsten Jahre äh, konfliktmäßig auf uns zukommt. Ja, aber das, das weiss ich, also das wissen man ja nie. Das haben wir noch nie nee, gehört. Nein, 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 klar nicht. Aber es ist, also ich sag es mal so: Es hat Zeiten, Da wäre Selbstständigkeit schon, äh, hat schon besser ausgesehen als, als jetzt. Ja. Aber es ist halt auch immer so ein bisschen ja. Ja, aber also ich weiß nicht. So, also, was, was siehst du denn? Was macht der Angst? Oder was ist denn so scheiße für die Zukunft? Oh, jetzt, der Klimawandel. Jetzt, jetzt wir, jetzt oder was? Wir, Klimawandel zum Beispiel, ähm, der würde uns beschäftigen, aber ich gehe auch viel mehr davon aus ähm, wegen, wegen Konflikten, also wegen Krieg. Krieg. Aha. Also ich glaube. Also ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt niemand de depressiv machen oder so, aber ich fasse stark davon aus, Mayelo, dass wir beide Kriege werden erleben. Ein Weltkrieg. <laughs> Ernsthaft? <laughs> In jedem Fall. Nicht wegen? Nein. Ich weiß nicht. Ich bin zu... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal so einen Hund, so einen... ...so ein Weltkrieg gibt. Ich glaube schon. <laughs> ja, okay, gut. Mama, ich bin, ich bin ziemlich davor. Warte, du musst so, das so sehen, meine, die ganzen Generationen, die Krieg erlebt haben... ...die wussten, dass sie die weg. Ja. Also ich meine, es gibt jetzt keine Generation mehr, wo Krieg mal wirklich am eigenen Leib erfahren hat. Ja. Und dann geht es immer mehr in Vergessenheit und wenn du schaust, was aktuell sich aktuell entwickelt, ist halt schon ein, ein extremes Verhärten, jeder macht seine eigene Debüts, jeder gegen jeden. Das hat man jetzt immer mehr gesehen in den letzten Jahren. Einerseits mit China, wo ähm, mega draussen ähm, reklamiert, sagen wir mal so. Mit den USA, wo unter dem Trump gesagt haben «America first». Die EU die fährt auf Auseinanderbrechen mit dem Brexit und das ist immer der Anfang von von Konflikten. Möglichen. Wenn man nicht mehr da zusammen zu reden und nicht mehr am gleichen Tisch hockt, dann wird es schnell schwierig. Ja, aber also das ist also etwas, was in den, den letzten zehn Jahren zugenommen äh, hat. Ich habe das Gefühl, dass die Parteien noch mehr an Freude heichen als früher, habe ich Gefühl. Also was ich, was ich als grosser aus wie großem Vorteil sehe, ist halt, dass im Moment die Weltwirtschaft ist halt so globalisiert. Du kannst nicht irgendwo Krieg afa und bekommst schnell von mit über. Oder das ist im zweiten Weltkrieg noch ein bisschen anders gewesen. Ja, ich auf das jeden Gefühl. Fall ja. Das ist also wenn, wenn wenn irgendwo Krieg tobt, äh, der bekommt man das sehr schnell oder irgendwo irgendwas Schiff feststeckt im Suezkanal, dann bekommst du es sehr schnell mit über mit Das ja, ist ein Angriffspunkt ja. sein, aber das heisst auch da, dass wenn du wirtschaftlich international tätig bist oder davon abhängig bist, dann überlegst du auch gut, ob du irgendwo mal schnell Angriff oder nicht. Ja. ja. Weil, das, weil aber... es nicht mehr einfach ist, wir hocken zu Europa und ein bisschen dort umbrösmeln und es ist Scheißegal, was in Japan läuft oder so. Das ist der Zum privat Beispiel. podcast Der Weltkrieg steht <laughs> uns bevor, meine Damen und Herren. <laughs> genau, der Weltkrieg steht bevor. Bevor wir we weitermachen, kommt eine ganz, ganz gute Frage, Maelo. Ah oh, nein, beziehungsweise anonyme Beichte. Ich bin 12 und habe einen Crush auf einen Can. Okay. Das war die Aussage. Gewesen. Ich habe <laughs> auch einen Crush <laughs> auf einen Can. Ich Ja, habe auch einen Crush <laughs> auf einen Chan. Can. Da muss man eigentlich einen Crush auf haben, das ist eigentlich so. Äh, noch beichte. Ich beichte, dass mir seinen Stream lieber schaut als der von Maelo. Ik ja, kan me zo in de ruimte staan. <laughs> dat is ja alvorens. Nee, dat staat hier! Ik wens dat het hier staat, ik wens om een McDonald's ja, menu medium. Person, <laughs> ja, maar deze persoon is waarschijnlijk U30. Ja, oké, dan zijn we liever een U30'er dan een Maelo-subsidie. Nee, also. Daarna komt de vraag... Ah ja, is dit echt? Ja, oké, okay. okay, dat merken wir. Ja, also... Dat merken we in het negatief, ja. Eine Frage von Bommeli, ich glaube, das darf ich sagen, wo seht ihr die der Zukunft der Schweizer YouTube-Szene? Das finde ich eine interessante Frage. You go first. Wieso ich? Ja, ich du habe bist ja noch keine an ich, ich kein Antwort. Ja, okay. Also, ja, was also, bist du? die Zukunft der Schweizer. Ich bin, du bist Podcaster oder was? Eben Schweizer Podcaster, Streamer und Model. Ähm, und ja. Ja, okay, ja. <laughs> Nein, also im Fall das ist, ist eigentlich schon noch. Das ist das Thema, wo man lang muss drüber diskutieren, also wo man noch lang muss nachdenken. denken. Ich, auch. ich weiss, also ich sage es so, wie es ist, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Ich weiß nicht, ob, ob die Schweizer YouTube Szene so eine große Zukunft hat. Oh doch. Mensch. Ja. Bin die Verte. Also ich glaube schon, also ich, man sieht es ja am, am Beispiel vom Aditator, wenn hier schweizerische Content ECB haben, gibt es da wirklich Leute, die bock auf aufsättiger Content haben? Das auf jeden Fall. 100%ig. Ja, das stimmt, ja. Ähm, und man sieht ja, also 17'0'000 auf YouTube ist jetzt nicht, ist jetzt wirklich nicht nichts. Und nein, nein. ursprünglich 400'000 auf TikTok hat er auch geschafft, nur mit schweizerdeutschem Stuff. Und es ist halt so, dass momentan jetzt vielleicht die Entwicklung mit mir und ein bisschen im Adi schon, äh, dass das zum Hochdeutschen zurückwechseln, weil da die Perspektive grösser ist. Ähm, dass das sicher vielleicht ein bisschen Einkehr hat, aber ich zähle mir immer noch trotzdem. Und wenn ich vielleicht jetzt vermehrten hochdeutsch content mache, zähle ich mich trotzdem noch zu der Schweizer YouTube-Szene irgendwie. Und ich glaube, der ja, Adi das ich, auch. Ja, ja. Und trotzdem bin ich noch ja will ja in Deutschland ja der Schweizer sein, der wo, wo, wo zwar Hochdeutsch Content macht, aber eben Schweizerisch. Und klar, ich zähle uns gut, jetzt okay. ja mal, da, tu uns da mal ausklammern. Von dem her hoffe ich, hoffe ich wirklich schwer, dass, dass die Schweizerdeutsche YouTube, wo jetzt da sind und die sagen, nein, du Hochdeutsch ist jetzt nicht von mir. Ähm, und das ist ja jedem, jedem das Sein, das ist ja super. Und die Leute hoffen, dass die am Ball bleiben. Dass die am Ball bleiben, wie wir denn zumal seit 2000 Sekunden. Aber, ja um aber wieso bleibst du nicht am Ball? Das, was du jetzt sagst, könntest du ja eins zu eins auf dich selber ummünzen und sagen: Digga, wieso bleibst du nicht am Ball? Ja, eben. Also, ich bleibe nicht am Ball, weil ich eben das Ganze gerne auch noch probieren möchte, auf eine, auf eine andere sozusagen, Skala zu probieren, beziehungsweise mir. Ja, vielleicht auch noch ein bisschen die Perspektive davor zu geben. ja vielleicht auch mal davor können zu leben. Ja. Ich denke, dass die Schweizer YouTube-Szene momentan, wie sie jetzt ist, eher hobbymässig existieren kann. Dass alle Creator, mhm. alle Leute, die Videos darauf machen, eher hobbymäßig die Videos machen und jetzt nicht Big, Big Bang damit machen. Und das ist, hat positiv und negativ Aspekt. Positiv ist sicher, dass die Leute das immer mit, mit der Passion machen oder einfach Bock auf das haben und nicht aus der Intention, ich will so viel Geld wie möglich machen. Äh, das ist sicher der, der Vorteil. Der Nachteil ist vielleicht halt, dass halt nein, nicht Leute regelmäßig sind. Oder dass Leute einfach, äh, dass halt einfach nur das Hobby ist und nicht, und nicht mehr. Leute, die vielleicht talentiert wären, Leute, die vielleicht extrem gut das machen Sie sind auch einfach relativ inaktiv, sage ich mal, weil es halt einfach momentan einfach ein Hobby ist und Perspektiven für hauptberuflich relativ klein sind. Also, sie sind da, ich verstehe mich nicht falsch, ich glaube, sie sind schon da, um äh, Schweizerdeutsch davor zu leben. Aber es ist halt schon um einiges kleiner, weil die Zielgruppe auch kleiner ist. Aber das Thema immer schon x-mal durchgehauen und ist. Eigentlich fast das Gleiche wie mit. Wenn du fragst, was ist mit der Schweizer Musikszene oder der Schweizer Rap-Musikszene? Bei denen ist es eigentlich der gleiche, gleiche. Zwiespann. Ja, also, okay. ja Zwiespann sicher sicher. Ja, ich würde es nicht mit der Schweizer youtube Szene vergleichen. Also, ich muss ich vielleicht noch korrigieren. Schweizer. Nein. Doch. Also, die Musikszene in der Schweiz ist viel kommerzialisierter, viel reicher, viel erfahrener. Viel also, weiter, pfft. viel entwickelter als die Schweizer YouTube-Szene. Meiner hm. Meinung nach. Fünf schon? Ja, das schon. Ja, ja logisch. Weiter schon. Aber also so gut, also wie es fast niemand davon viel... kann leben kann. Nein, aber es geht ja nicht nur um Aspekte des Lebens, es geht darum, wie sehr sind sie gesellschaftlich da sind. Wie, wie, wie geben sie sich äh, gegen aussen? Wie, wie können sie ähm, einerseits Geld verdienen? Und Musiker sind in der Schweiz nochmal anders präsent als jetzt. YouTuber, meiner Meinung nach. Ja, klar, ja, aber YouTuber hat es ja nicht viel gegeben, wo die grö grösser waren. so da zählen ich mir auch nicht dazu. Und, nein, nein, klar. Ja, aber Musik aber ich hat glaub, jetzt ich auch glaub, nicht so glaub, viel. Ja, es geht im Fall. Ja. Also, gut, man muss natürlich, aber davon muss man auch unterscheiden, sie sind jetzt Schweizer, also zählst du auch noch als Schweizer, wenn sie internationale Musik machen, oder? Also aber nein, aber was weit gebracht hat, hey, gibt ja, also ja, es unzählige Dialekte. Ich erinnere an schweizerdeutsch. Ich erinnere an Dialekt oder an mundart Zeugs. Ja ja. Aber äh, ja, dann wird es natürlich schon, schon, ein bisschen, schon ein bisschen kleiner, aber trotzdem ist es gesellschaftlich, ich mal weiter verbreitet und steht am an anderen Ort meiner Meinung nach als, als Influencer. Aha, ja das sicher. Ja ja. ja. Ach, aber in dem Fall die gleiche Meinung oder was? Klar ja, Ahnung. <lacht> okay. <lacht> ja Okay. Also, dir <laughs> hörst die privaten Podcast, äh, wo sich die Leute einig sind. Was ich aber noch muss sagen muss, ich, und ich muss, korrigieren Also, in der Schweizer YouTube-Szene bin ich wirklich einseitig gsi Ich glaube, man muss vielleicht auch Schweizer Influencer-Szene sagen, weil halt die ganzen Leute hier auf TikTok, ähm, man muss ja die irgendwo auch dazuzählen, finde mhm. ich. Oder Leute, die nur auf Instagram oder einfach sich nur mehr auf, auf Bilder konzentrieren oder so. Und dort muss ich sagen, klar, da ist sicher auch eine Entwicklung gekommen aber eben, wie du gesagt hast, halt irgendwo durch also ich glaube auch ist sehr begrenzt. Aber hobbymäßig hobbymässig. Eine Sache, die man nebendran machen kann, die dran funktioniert. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt als Möglichkeit, genau das beruflich auszuüben. Mhm. Vielleicht ist das Sprungbrett in eine andere berufliche Tätigkeit. Das ist sicher der Fall. Mhm. Oder sicher möglich. Wenn man jetzt zum Beispiel wenn Adi anschaut, wenn jetzt der würde, arbeiten irgendwo was was nicht zur Diskussion steht, aber wenn er irgendwo wird oder auch du, oder auch ich, ähm, da stehen unsere Fähigkeiten als YouTuber, als Influencer, als, als Podcast, Livestreaming stehen im Vordergrund und nicht unbedingt das, was man in der Ausbildung hat. Sicher schon, auch, aber äh, sag mal sicher das, was du machst. Mhm. Und das kann sicher sein, ja. Klar. Das auf so Fall, ja. Aber wie sehen schon, sehe schon, die Schweizer YouTube Szene. Aber ich sehe, sie, du hast sie eigentlich gut gesagt. Ich sehe so eher hobbymäßig, aber ich sehe sie, ich weiß auch halt nicht, ob das in ob sie wirklich so eine kleines Zukunft hat, weil es halt schon einfach ein sure Nische Ding ist. Oder und ich, ich weiss halt nicht, der Schweizer der Schweizer schaut schon, schaut schon gerne schweizerdeutsche deutsche Videos, nehme ich an, aber es funktioniert halt auch mit Hochdeutschen sehr gut. Also weißt du, wir sind in unserer Schweiz in der Deutschschweiz sind wir uns gewonnen, Sachen, Filme, YouTuber zu schauen auf Hochdeutsch. Und mhm. uns stört das eigentlich nicht. Also Ich kenne niemanden, der sagt, oh nee, diga, das kann ich mir nicht geben. Ja, oder dann gehen sie doch englisches Zeugs. <laughs> genau. Also es gibt gar Leute, die sagen, ich hey, kann man nur englisches Zeug geben, so. Und darum sehe ich halt so ein bisschen wie das Schweizer Ding, klar, das finde ich ein paar geil weil es eben schweizerdeutsch ist, die Diskussion hat es ja auch schon gegeben, oh, ich schaue deine TikToks, sie schweizerdeutsch sind, so, was ja eigentlich nicht das Ziel ist, vor der ganzen Sache. Mhm. Ich kann es also verstehen, dass es irgendwie so ein bisschen äh, cool ist, so ein Nische Ding. Aber schlussendlich entscheidet der Dialekt nicht darüber, ob du diesen YouTube schaust oder nicht. Ja. Oder? So, und darum finde ich, find ich, das ist nicht 0 plus Ultra. Non plus Ultra. Ja, Und darum ey, ich, kann ich mir schon vorstellen, dass Leute, die eine seriöse oder, sagen wir mal, eine Karriere haben wollen, die auch wirklich zu etwas führen kann, kann ich mir eher vorstellen, dass sie sagen, egal egal eher auf Deutsch, weil ich, weil ich es probieren möchte. Und ich äh, gehe davon aus, ja. dass du oder Adi nicht die Letzten werden. Ja. ja, das kann so. sein. Das kann gut sein. Ja. Haben aber wir hat Jeeser natürlich Püro trotzdem den. ja natürlich trotzdem ich für Schweizer YouTube sehen und habe halt gleich früh die ja, go, Diversität es yeah. momentan geht und Lösche ja, yeah. dass so viele Leute dazukommen, dass es das hat mich sehr sehr gefreut ja das ist geil das ist sehr sehr cool und ich hoffe dass es noch weiter wird wachsen bezüglich dass weiter Leute dazukommen. da habe ich auf jeden Fall sehr sehr Lust drauf und ja vielleicht, vielleicht hat sogar der Adi oder oder Roy oder du, wir alle, vielleicht jemand oder gewisse Leute sogar inspiriert, letztes Jahr oder so, damit anzufahren. Ja, das wäre geil. Du, safe, ja, von dir habe ich es so schon gehört. Adi, safe, ja. Ich weiß es nicht. Aber. Ja, das ist ja egal, oder? Ja, ja, genau, eben. Nein, was ich sicher muss sagen, als ich in der Schweizer YouTuber-Szene schätze, und das wirst du hundertprozentig unterschreiben, ist halt, wo alles so klein ist, ist es halt einfach auch eine kleine Familie. Familie schön. Familie das ist ein bisschen romantisch, aber es ist auch gemeint im Sinne, von, man kennt viele Leute sehr schnell, man hat den Überblick, man weiss, wer wer ist, man weiss, warum man ist. Und jetzt gibt auf Twitch, wo das halt so eine kleine Community ist, ist das halt schon geil. So. Das ist nicht einfach ein Haufen von Leuten, sondern du kennst viele Leute. Schon nur vom Namen, schon nur von der Donation, schon mal von irgendetwas, was sie dir auf Insta oder so, kennst du die Leute halt. Und YouTuber oder die, die Videos machen, sowieso. Und das ist cool. Mhm. Vor allem auch, dass es so ein kleines Land ist, wo du dich halt schnell mal irgendwie kannst treffen kannst und etwas zusammen machen kannst. Ja, Eben, klar, Ich meine, dass wir ja. Sonntag, den ihr jetzt gemacht habt, das wäre jetzt in der deutschen Szene auch also nicht einfach so möglich. Auf keinen ne? weil alle... Filme um Tore hier vielleicht wegen dem Zeugs und so, ja klar, das ist natürlich nicht das, ist nicht das Gleiche, das ist natürlich nicht das Gleiche. Und das ist etwas, das wird in der deutschen Szene nie möglich sein und ist in der Schweizer Szene vielleicht auch ein bisschen vorenthalten und das finde ich eigentlich etwas Cooles, dass es, äh, dass es ja, so gibt. safe. Yes. Kommen wir zur nächsten Frage oder willst du auch vorlesen oder so nochmal? Du bist jetzt in der Frage vorlesen. Also mit der Frage vorlesen. Eine gefragt Aktien oder ETFs investieren äh, gleich gute Idee oder nicht bei 15 und interessiere mich an diesem Stuff, Maelo. Ja, Wieso ich? Ja, aber, äh, ich würde sagen, wenn du Lust hast, langfristig zu investieren, dann bin ich der Meinung und ich glaube auch viele andere Finanzen. Äh, Nein, aber jetzt mal im Ernst. Ich glaube, es ist sicher eine gute Idee, schon früh in, in ETFs zu investieren, weil du jetzt nicht so viel Risiko hast. Aktien ist natürlich viel risikoreicher und ist, du musst dich gut informieren und so weiter und so fort. ETF ist eher eine, ein eine sichere Anlage, würde ich mal mhm. sagen. Äh, aber kannst du da auf jeden Fall noch 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 weiter informieren auf X X Webseiten wie an der vor äh, drei Wochen ja am Start haben und Finanzfluss kann ich auf YouTube auch empfehlen hast mhm. du dir alles sieht sie dass sie gute Kanäle, wo, wo, wo nicht in die äh, Porsche Cayman S Jungs solche Sachen die dir bewerben <laughs> dass du reich innerhalb von, von von zwei drei Jahren sondern dass du langfristig Du musst anlegen und je früher du anfängst, desto besser. Genau, also ich würde dir auch empfehlen oder auch anderen Leuten, die sich jetzt nur erfahren überlegen oder noch gar nicht überlegt haben. Ähm, und das ist so der Standardspruch, den ihr sicher auch schon gehört, aber je früher du es desto besser. Also ich finde, finanziell, oder, oder ich sage so, die finanzielle Frage, wie viel Geld habt ihr, das ist etwas, das wird euch das ganze Leben beschäftigen, immer. Und ich muss mich auch dort ein bisschen in die Nase nehmen, und wo ich es auch noch etwas zu wenig mache. Aber auf jeden Fall sich über Aktien, ETFs zu informieren, gut auch, wenn es ihm Bock macht, äh, unbedingt. macht es. Ja, mir auch äh, es so. Ich habe ja, mich schon früh ja, ja. interessiert für das. Aber ich habe immer auch, gedacht, ja, nein, ich habe Angst. Ein ja. bisschen Angst ja. und so, ja. ja? Also Potzen, auch dort ja. muss ich da muss ich auch sagen, ähm, eben, Milo und mir ist es gleich gegangen. Ich, also, ich hatte auch einen von dem Thema. Geld investieren, wie geht das? Wie ist das Geld nach weg? Wie ist das sehr komisch? Sehr sehr äh, und das ist das risikoreich? Und es ist das Risiko. Es gibt Sachen, die sind mehr risikoreich als andere. Was ich dir auf jeden Fall würde empfehlen oder allen, die jetzt sagen, die interessiert interessiert, dann würde ich einfach zuerst mal sagen, euch ein wenig informieren. Äh, noch ein wenig lesen. Für das ist unsere Zeit im Moment perfekt. Ihr müsst nicht Bücher Büchern helfen. ich also, muss auf YouTube lesen. Lesen müsst ihr das nicht unbedingt. Nein, aber ich habe heute auf YouTube gehabt, aber einfach ein bisschen reinlesen im Sinne von heute ein Ja. reinrecherchieren. Dann einfach ein Ahnung, wie funktioniert was ich wo. Und das muss dann nicht einer auf Warum Buffett machen und alles draus kommen. Und dann unbedingt fällt mit dem Geld an, der wusstet, wenn jetzt ein Sweck wäre, wäre es nicht hoch tragisch. Klar, es wär scheiße. Aber fährt mit wenig Geld an, fällt mit Geld an, was ihr nicht unbedingt braucht. Und probiert das auch mal aus. Und kleine Beträge. Also wenn ihr sagt, der hat 50 Franken oder wie viel?